Hallöchen! Schönen guten Tag! Jean-Pierre, freut mich, dich zu sehen. Ja, mich auch! Ja, ich habe jetzt endlich mal die Ehre, mit dir zu quatschen. Ich muss aber auch sagen, ich hätte auch echt Lust drauf, weil ich finde das, was du machst, gut, wirklich sehr, sehr gut. Und dann bin ich los heute Morgen. Aber für die Zuschauer, die jetzt gerade hier auf YouTube dabei sind, möchte ich auch erstmal kurz erklären, wer du bist, wer hier gerade vor mir sitzt. Mein heutiger Gast ist Jean-Pierre Krämer. Er ist 40 Jahre alt, Autotuner und einer der bekanntesten TV-Stars im Bereich Autos. Er ist Unternehmer und hat einen YouTube-Kanal mit mehr als 2 Millionen Abonnenten und insgesamt über 1 Milliarde Aufrufe. Aber lassen wir das doch alles mal beiseite. Das ist doch mein Mann. Wie geht's dir eigentlich? Ich muss sagen, Corona tut mir auf eine Art und Weise sehr gut, weil es mein Leben extrem entschleunigt hat zu einer Phase, die sehr, sehr anstrengend war. Am Anfang dachte man sich so, Mensch, Mist, weil du noch in deinem Trott bist und deine Energie bist. Und eines Morgens stehst du so auf und denkst so, eigentlich so ein bisschen ruhiger, ein bisschen langsamer ist ja auch mal nicht schlecht. Und jetzt bin ich wirklich, muss ich sagen, schon stark verändert vom Typ. Weil alles ist ruhig und ich habe mich auch hart dran gewöhnt. Ja, crazy. Also das freut mich erstmal zu hören. Ne? Wir haben vorhin schon kurz drüber gequatscht, dass es vielen Unternehmern auch anders geht. Und dementsprechend cool, dass du auch so für dich im Privatleben da auch so Work-Life-Balance wieder besser in den Griff bekommen hast. Voll. Ich hoffe, dass ich dich heute nicht zu sehr provozieren werde. Ich habe mir eingangs wirklich eine Frage gestellt. Und zwar weiß ich ja, dass du 40 bist. Jetzt weiß ich so. Warum sagst du das so oft? Ja, er ist 40. Jean-Pierre ist 40. Wie alt bin ich? 40, glaube ich. 40. 40, ja. Nur, dass du es auch nochmal auf dem Schirm hast. Ja. Nicht 39. Nicht mehr 39, nein. Aber du bist auf dieser Plattform komplett, du fühlst dich wohl, das merkt total. Man. Intro, Freestyle, so, da gibt's keinen auf den Text gucken, wie bei mir gerade, sondern. Niemals. Niemals, eben. Wie bist du so zu dieser Person geworden? Wie sah das zum Beispiel in deiner Kindheit aus? Meine Kindheit war sehr, sehr schlimm, also sehr finanziell total schwach. Mutter, Vater nicht zusammen. Vater keinen Bock gehabt. Mutter aber auch keinen Bock gehabt eine Zeit lang. Also die hatten keinen Bock auf dich? Ja, ja, genau. Keine Zeit, kein Bock. Ich dachte, die hätten aufeinander keinen Bock gehabt. Nein, das auch nicht. Ah, das auch nicht, okay. Das auch nicht. Eigentlich hätten alle gar keinen Bock auf nichts. Perfekte Voraussetzung. Finde ich auch. Du sagst es mit so einem Grinsen, aber also das ist schon hart. Ja, ich sag's deswegen mit dem Grinsen, weil es einfach ja auch nicht in meiner Macht ist. Und darüber, ich denke, ich habe absolut mit Abstand das Beste rausgemacht. Also besser hätte es nicht laufen können. Aber zurück zum Thema Kind. Da ja, alleine groß geworden, ne? Also in der Wohnung drin, ohne Möbel machen und tun und dann irgendwann mit 16, 17 ausgezogen. Ich habe selbst gekocht, so ab 12, 13 Jahre, 11, 12, 13. Mutter war dann eine Woche weg, mal 5 Tage. Ich wusste auch nicht, wie lang sie weg ist, sondern es lag immer nur ein bisschen Geld auf dem Tisch. Ich kann mich auch daran erinnern, dass teilweise das Geld auf dem Tisch lag und ich nicht auf den Tisch gucken konnte, sondern die Hand auf den Tisch ging und ich gezogen habe und dann den Schein erst erkannt habe. Mit wie vielen Jahren hast du dann bitte angefangen, genau, einzukaufen? Ich habe gekocht, so? Ich habe gekocht und habe den Wassertopf nicht gesehen. Das heißt, wäre mir der Topf in die Fresse gefallen, sehe ich erstmal auch geknutscht aus. Aber so war das einen großen Teil meines Lebens und dann bin ich halt auch relativ früh ausgezogen. Ich gehe schon davon aus, dass meine Mutter nicht ganz normal war. Und sie hat das versucht, was sie konnte. Und das ist das, was rausgekommen ist. Im Nachhinein die Vorwürfe jetzt so reinzuhauen, meine Mutter hat Selbstmord begangen. Ja, meine Mutter lebt nicht mehr. Ach, krass. Ja, ja. Und das bringt keinem was, wenn ich da jetzt reinpump. Das bringt nichts. Boah. Ja. Da bin ich sprachlos. Das wusste ich nicht. Das wusste ich wirklich nicht. Es tat mir leid, weil dass ein Mensch das tun muss. Das war halt einfach das, was so verletzend war. Aber man muss sich überlegen, ich hatte ja keinen Kontakt mehr zu meiner Mutter seit unmenschlich vielen Jahren. Wirklich groß geworden als ein Mann, der familiären Kontakt hat, bin ich ja eh nicht. Mhm. Und somit war das traurig. Aber das war auch traurig, genauso wie wenn vielleicht Fabians Mutter gestorben wäre. Also das soll nicht respektlos klingen. Ich will nur nicht jetzt lügen und sagen, es war für mich ein ganz schlimmer Moment und so. Das möchte ich nicht. Also ich bin immer offen und ich empfinde das so und ich bin da sehr neutral zu. Und deswegen gebe ich es auch so wieder. Ich glaube, dass da einfach auch sehr viel passiert ist, was auch nicht
aufgearbeitet wurde. Ne? In kurzer Erklärung würde ich sagen, war ich ein erwachsener Mann mit 12. Und habe auch schon damals für mich früh erkannt, dass Schule gar nicht so viel bringt. Und habe auch dann mein Abi gemacht, aber war nie so, das war nicht so meine Baustelle. Also warst ganz gut trotzdem in der Schule? Nee. Nee, aber so ein 3-7. 3-7er Abi? Mhm. Boah, das ist ja, das ist ja so oft erzählt, auf jeden Fall. Genau, und dann raus. Und dann bin ich zu Porsche. Wie bist du da gelandet? Das war der Vater meiner Ex-Freundin, war der Geschäftsführer von dem Porsche-Zentrum Dortmund. Mhm. Diese Figur ist auch heute meine größte Vaterfigur-Person in meinem Leben. Und der Person habe ich alles zu verdanken. Hey Freunde, kurze Unterbrechung, ich möchte euch gar nicht lange stören. Diese Folge hier ist wirklich gut geworden mit JP, aber wenn ihr die komplett hören wollt, kostenlos, dann geht das bei Amazon Music. Einfach auf den ersten Link in der Beschreibung klicken. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit dem Rest vom Video. In der Ausbildungszeit bei Porsche, da war alles Chaos. Dann bin ich 18 geworden, dann hat meine Mutter viele Schulden von sich auf mich überschrieben, also Sachen, die sie gemacht hat, das konnte man irgendwie machen, dass das ja eigentlich war für den Sohn, und wenn der Sohn volljährig wird, dann übergeht das auf ihn. Somit habe ich dann mit 18,5 Berge von Schulden bekommen, die ich zu begleichen hatte, was ich auch getan habe. Wie ging es dir mental? Also ich war Depressionen, sein Vater. Ich war in Therapie. Ich habe Antidepressiva genommen bis zum Umfallen. Du? Also sehr viel. Also ich bin immer wieder erstaunt. Ich habe schon durch meine Videos alleine so viele Menschen kennengelernt, ja, die selber irgendwie da gerade drinnen stecken, ja, oder vielleicht gerade so die ersten Schritte da raus machen. Aber bei dir kann ich es mir wirklich gerade gar nicht vorstellen. Ja. Wie bist du da rausgekommen? Arbeiten. Leider bis heute geblieben. Aber viele in meinem Umkreis sagen auch durch die Blume zu Jean-Pierre: Jetzt reicht's langsam. Ah, du übertreibst. Ist gut so. Ne? Okay. Ist schon gut so. Und das war auch in der Ausbildung so der Fall, dass ich dann angefangen habe, super extrem Gas zu geben. Und dann war die Depression auch gar nicht mehr so Thema, weil daraus habe ich Selbstbewusstsein auch rausgezogen und auch eine Aufgabe und auch ein Ziel. Ja. Und ich finde in der heutigen Zeit dieses Streben, man will unbedingt in diese Medienwelt, man will unbedingt dahin. Nein. Sag mal, was sind für dich so vielleicht die Schattenseiten, wenn du gerade sagst, ne, alle wollen da rein, ne, eigentlich jeder, der hier gerade zuguckt. Der erste Punkt ist der, du musst wirklich innerlich dafür gemacht sein. Ich bin es nämlich nicht. Oh. Ich bin es absolut nein. Das aber jetzt, du wirkst jetzt ganz anders. Also wenn du hier sitzt, habe ich nicht das Gefühl, dass das jetzt gerade irgendwie Stress gemacht, für dich ist. Gemacht ist ja was anderes als können. Mhm. Dann habe ich einfach gemerkt, habe ich diese Chance bekommen, zum Fernsehen zu kommen. Ich habe einfach gemerkt, okay, ich kann mit diesem Job so viel Geld wie möglich in der kürzesten Zeit verdienen. Habe aber jetzt rausgefunden, dann sitzt du da, hast die finanziellen Möglichkeiten und guckst drauf und denkst so, aber eigentlich machst du damit ja gar nichts. Und dann kommt ein Deal oder eine Möglichkeit und wenn du das machst, dann können wir das dazu schieben. Und dann schiebst du das dazu und machst dann so, ja, okay. Ich habe die letzten 30 Mal drauf zu schieben noch nichts von genommen und jetzt mache ich immer noch nichts damit. Und dann kommst du irgendwann an den Punkt, wo du denkst, okay, was machen wir denn jetzt? Und da bin ich gerade. Mit 40 einfach mal wieder so eine kleine Neufindungsphase. Das ist spannend. Voll. Trotzdem bist du dann von Porsche irgendwann auf die Bühne. Das hast du gesagt. Du hast irgendwann diesen Step gemacht. Von Porsche habe ich mich selbstständig gemacht dann. Ne? Ja. Mit Sydney zusammen. Die Firma Five Star Performance hatten wir. Mhm. Gut 5 Jahre. Ja. Und dann haben wir uns getrennt und dann ist JP Performance schon entstanden, was jetzt halt da ist. Also die Fernsehsendung alleine habe ich, glaube ich, 8 Jahre mitgemacht oder so. Ich habe Fernsehen nie gemocht. Niemals, niemals, niemals. 8 Jahre gemacht. Ja, genau. Und jetzt werden auch alle Redakteure werden jetzt lachen und so, wenn sie sagen, ja, das hat er schon damals immer gesagt. Das war auch wirklich so. Ich bin dem Fernsehen sehr dankbar, weil ohne den Fernsehen wären halt die weiteren Schritte nicht möglich gewesen, so wie sie sind. Und das ist mir auch glasklar. Das will ich auch nicht zur Seite tun oder sowas. Aber ich mag das nicht. Ja. Okay, warum? Weil viele Redakteure meiner Meinung nach dem Zuschauer was verkaufen wollen, was nicht die Realität ist, obwohl die Realität da ist. Und das, was die Realität ist, glaub mir, wollen sie doch auch sehen. Und daraus entstand ja auch YouTube. Ich habe oft gesagt, ich glaube, die wollen erklärt haben, wie der Motor funktioniert. Nein, das wollen die nicht. Und ich dachte die ersten Jahre, oh, dann wollen die das nicht. Ich glaube, das und das sollten wir zeigen. Nein, das wollen die nicht sehen, Jean-Pierre. Okay, ich glaube schon.
Und daraus entstand das ja, dass ich dachte, ja komm, weißt du was, ich mache YouTube und ich zeige euch, dass sie das doch sehen wollen. Jetzt ist JB Performance ein Vielfaches größer als PS-Profis jemals war. Plus der Umgang, finde ich, Fernsehmenschen mit Moderatoren und mit dem Publikum und den Gästen, die dazukommen, ist meiner Meinung nach nicht der Stil, wie es sein sollte. Es ist oftmals von oben herab und auch eine sehr unangenehme Einstellung. Und dafür habe ich mich auch oft geschämt. Und wir hatten auch beim Dreh, hatte ich auch oft Diskussionen, wenn irgendwelche Leute waren, mit denen wir drehten, dann sage ich, kriegt der was? Denn der kriegt dafür nichts. Der hat nicht gefragt. Aber das heißt, der Mann hat Urlaub genommen. Ja, und wir drehen es hier den halben Tag, wir verfahren seinen Sprit und dafür kriegt er gar nichts. Ja, der ist im Fernsehen. So fucking what? Aber wenn du dann die Fernseher wieder zu dir hast und dann sitzen die da ganz stolz bei mir am Konferenztisch. Herr Krämer, wir bieten Ihnen das und das an und dafür kriegen Sie das und das. Dann denke ich mir jetzt mal, okay, danke sehr fürs Angebot, aber das ist für mich nicht interessant, weil ich habe nicht so viel Zeit. Ja, aber wollen Sie nicht ins Fernsehen? Nein. Und dann denken die jedes Mal, ich habe gepokert. Ach so, okay. Die dachten so, jeder will doch ins Fernsehen, natürlich will er ins Fernsehen. Und ich so, nein, wenn das Angebot gut ist, dann tue ich das. Aber wenn es nicht gut ist, dann tue ich das nicht. Ja, wollen Sie nicht ins Fernsehen? Ich so, nein. Trotzdem ist das ja nicht irgendwie von heute auf morgen gekommen. Du warst vorher im Fernsehen, das hast du dann aufgehört, weil du... YouTube-Fernsehen lief noch gleichzeitig mit Zeit. Das, okay, ich hatte es gerade so und verstanden. Die Fernsehleute hatten sich super lustig gemacht über mich dann. Ah, okay, du hast also während dem Fernsehen schon diesen Unmut irgendwie kundgetan und dann gesagt, okay, ich mach das jetzt mal selber auf meine Art. Und da kam Megakritik. Was sagen die dann? Also was sagen Fernsehleute? Hör auf mit dem Quatsch, was soll das? Denn das guckt doch keiner, hat doch keine Zukunft, das ist doch totaler Mist. Und die Quittung habe ich natürlich bekommen. Und natürlich habe ich auch Sorge gehabt, habe mir gedacht, ja, vielleicht haben die wirklich recht, ey. Beim Anfang war das viewtechnisch im Rahmen. Mhm. Und dann war das bei mir aber so, von einem Tag auf den anderen ging es los. Dann hatten wir wirklich so Tage, wo wir am Tag 25.000 Abonnenten bei YouTube bekommen haben. Ich glaube, so viele Leute passen hier ins Kölner Stadion rein, wenn der FC spielt. Ne? Und das ging dann und dann ging das ab. Könnte ich den Knopf drücken und würde nicht die bekannte Person JP sein, würde ich sofort machen. Sie wäre finanziell bei weitem nicht so unabhängig wie jetzt. Glasklar, aber das wäre okay. Was ich aber erst jetzt weiß. Warum willst du diesen Knopf drücken wollen? Ich wäre eigentlich gerne Regular Joe und gehe die Straße runter und hab nicht dieses Mann-Mann-Augenkontakt-Feuerwerk-Ding. Jedes Mal, wenn mir ein Typ entgegenkommt, so. Jetzt, wo es dir gut geht, wo du teilweise, ne, das sind ja auch ganz schnell Summen, ne, das hast du jetzt nicht gesagt, das bringe ich jetzt ins Spiel. Das sind auch ganz schnell Summen, die viel höher sind, als du es dir vielleicht mit 18, 19 hättest erträumen können. Dann habe ich immer im Internet geguckt und es gibt Seiten über dich, die meinen zu wissen, was du für Geld hast. Mhm. So, das wird dann einfach mal da ins Internet geblasen, wo ich grundsätzlich immer sehr vorsichtig bin. Mhm. Ist komplett falsch. Ich sag's dir mal, dein Gesamtvermögen, kurz festhalten, anschnallen, ne? Wird auf 5,5 bis 8 Millionen Euro geschätzt. Mhm. Oder wird behauptet. Das ist viel mehr. Ist viel mehr, natürlich. Nee, aber das, ich weiß nicht, wie offen du da damit umgehst. Also da haben wir uns in der Firma viel Gedanken drüber gemacht. Ich denke, wir werden da demnächst offener drüber reden. Mhm. Weil ich habe es durch die Leute und dann habe ich so ein bisschen ein Schamgefühl entwickelt, das dann vor denen geheim zu halten. Nee, aber es ist viel mehr als das. Das ist ein Statement. Ja, viel, viel. Ein schwieriges Thema. Da habe ich auch nie drüber gesprochen. Ich finde es, ja. Du bist der Erste, der das jetzt so anspricht. Du hättest auch genauso gut sagen können, nee, möchte ich nicht, nichts zu sagen. Man kann mich alles fragen und du sagst mir 8 Millionen und ich sage, es ist viel mehr. Jetzt ist natürlich die Tür offen für den, der mich haten will, weil jetzt hat er auch noch viel Geld, jetzt muss ich draufschlagen. Mhm. Und das ist auch für mich okay, wenn man das tut, aber ich kann wirklich ganz fest von mir behaupten, dass all das Geld mich in keiner Phase verändert. Und da verurteile ich auch so ein paar Leute, die groß geworden sind durch das Publikum, dass sie dann auf einmal anfangen, meins. Mhm. Nein, Digga. Es ist deins auf dem Papier, das stimmt schon. Aber ohne das kommt das nicht. Und vergiss das bitte nicht. Ja, Freunde, das war jetzt das Gespräch mit Jean-Pierre. Ihr habt jetzt leider nur einen kurzen Ausschnitt sehen können. Und die ganze Folge gibt's aber jetzt bei Amazon im Podcast. Also klickt auf den Link in der Videobeschreibung und kommt ihr direkt zum ganzen Gespräch. Er hat wirklich alles ausgepackt und jede Frage beantwortet. Sehr cooler Typ. Schaut sehr gerne auch auf seinem YouTube-Kanal vorbei. Und wenn euch dieser YouTube-Kanal hier gefällt, dann vergesst ihn nicht zu abonnieren. Denn dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ciao, ciao, ciao.
deine ganze Firma gehört dir nicht mehr. Die gehört nämlich jetzt Tobias. Und alles gehört dem und du hast gar nichts mehr. Wenn es den Knopf geben würde, würde ich so sitzen und sagen, okay, gut. Die Menschen verbinden mich mit Autoschrauben. Mhm. Ne? Aber wenn ich jetzt so aus dem Stegreif aufzählen müsste, was für Firmen ich alles habe, würde ich auf jeden Fall welche vergessen. Also die finanziellen Möglichkeiten, die du im Fernsehen hast, sind vielleicht 2,5% von dem, was bei YouTube möglich ist. What? Kannst du mir mal einen Push geben? Kannst du mal ein Bild von mir so und so? Und dann denke ich mir, fucking why? Ich selber, wenn ein Auto legal noch laut fahren darf, dann tue ich das. Mhm. Für einen Polizist im Ruhrgebiet, buntes Auto gleich anhalten. Buntes Auto plus Cappy-Träger? Oh, den halten wir auf jeden Fall an.